Ganz kurz, bevor das Video losgeht. Spreadshirt schickt mir immer E-Mails zu, wie ich gesagt habe in dem Video vorher. 15% off gibt es am 22. Februar bis 28. Februar mit dem Couponcode 15 auf 18. Ich würde mich freuen. Hallo Leute. Hier nur ein paar schnelle Deals, die übers Wochenende greifen, beziehungsweise ich glaube auch manche übers Wochenende. Aber meiste der Sachen ist nur in diesem Wochenende zum Abstauben. Als erstes bei GOG.com gibt es Dungeons 2 gratis, 2 Tage lang noch. Also, das würde ich mir sehr holen. Das ist ein Dungeon Keeper Klon, aber ein sehr guter von 2013 oder so. Würde ich mir schnappen bei GOG.com. Dann hat Steam auch sein Mondjahr, chinesisches Mondjahr, Dingsbumsi, ist das Sale. Mit Rainbow Six, was auch am Wochenende jetzt gratis ist, zum Beispiel, und was haben wir denn da noch? Ein paar Sachen, coole Sachen. GTA ist verbilligt, wie immer. Nioh ist verbilligt, Witcher 3, Ghost Recon, PUBG natürlich nicht. Dark Souls 3 auf 15 Euro, Rocket League auf 12 Euro, also ganz, ganz super Sachen. Natürlich Kingdom nicht, aber egal, dieser. Erst ein paar Tage alt, das verzeih ich Ihnen. Dasselbe gibt es bei Blizzard. Overwatch ist verbilligt auf 20 Euro. Die Game of the Year Edition, die braucht es eigentlich nicht. Overwatch alleine für 20 Euro am PC. Es ist super Preis für dieses Spiel. Holen. Dasselbe ist bei der Xbox. Da gibt es halt nur Game of the Year Edition. Kostet aber auch 29,99 auf der Xbox sowie auf der PS4 auch. Es ist gratis Wochenende wie bei Rainbow Six Siege. Ihr könnt übers Wochenende bis Montag 19 Uhr, glaube ich, könnt ihr spielen. Gratis ausprobieren, ob es euch gefällt. Ansonsten hat die PlayStation auch Rainbow Six verbilligt, ob die Xbox, ich glaube, auch. Und gratis Wochenende haben die auch. EA hat Aktionen und NBA ist verbilligt, GTA 5 ist verbilligt, eh überall. Also es ist wieder zum Geld ausgeben da genug da. Xbox hat auch Call of Duty verbilligt, Assassin's Creed ist im Games of Gold drin, wie es ausschaut. The Evil Within 2 auch so. 2K hat auch 2K Spiele, Battleborn sollte man sich halt nicht holen. Mafia 3 auch nicht so wirklich. Aber wisst ihr, was man sich holen könnte? Mafia 2. Mafia 2, mit weiß nicht, wie viel das kostet. Überlege ich mir auch, dass ich mir es schnappe. Wenn es einen guten Preis hat. 7,49. Ja, kann man sie, da kann man sie holen. Ist nämlich auf der Xbox One auch kompatibel. Ist halt das Beste. Natürlich ist Mafia 1 das Beste, aber Mafia 2 ist auch sehr gut. Mafia 3 ist leider nicht sehr gut geworden. Ja, und auf der Xbox sind Sachen verbilligt, wie sowas. Dann Valentins-Spiele sind noch verbilligt. Overwatch ist verbilligt. Rainbow Six ist verbilligt. Also das Wochenende ist eigentlich gut. Steam hat auch viele Sachen. GOG hat auch Sale, muss ich alle 2 Stunden irgendwelche noch stärkere Sales Preise nochmal drücken. Also es ist viel, viel da. Man kann auch GOG Connect machen. Die Spiele, die man auf Steam hat, kann man in die GOG Library umbauen. Das ist manchmal so eine Aktion, was sie haben. Da kannst du dann die Spiele dann ohne DRM spielen. Also du musst sie nicht auf GOG neu kaufen, sondern sie werden einfach übertragen und du kannst sie dann ohne DRM spielen, also ohne Steam. Einfach runterladen, installieren auf jeden Computer, total egal. Das ist das Gute an GOG. Wie gesagt, Dungeons 2 holen. Und danke fürs Zuschauen. Nur so Quick-Video rausgehauen, weil super Aktionen, die jetzt wieder da sind. Ciao!